Ja, servus meine lieben Jungs und Mädels, ich begrüße euch zur Wochenplanung für die kommende Woche. Ja, ich hoffe, ihr habt es beibehalten, und zwar, ich möchte ja nächste Woche die Kombinationswoche starten. Deshalb habe ich euch gebeten, hinterlasst mir bitte zwei Wünsche jeweils, oder hinterlasst mir bitte einen Wunsch für zwei Klassen von derselben Fraktion, die spielen sollen. Und es sind eine Menge Wünsche bei mir eingegangen, sogar sehr viele Wünsche diese Woche. Leider aber auch eine ganze Menge oder eigentlich der größte Teil eigentlich Einzelwünsche. Deshalb tut mir leid, dass ich dann hauptsächlich nicht diese Wünsche genommen habe, sondern eher die Wünsche, die dann wirklich für eine Kombination standen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Montag. Montag kommt, oder wie mache ich denn? Ich überlege gerade, wie mache ich denn? Soll ich die Kombination vorlesen oder soll ich die einzelnen Klassen vorlesen? Ich gucke gerade, habe ich denn überall wenigstens eine Kombination? Ja, fast überall. Ich kann die Kombination vorlesen und dann nochmal erzählen, wer es genau ist. Also, am Montag spiele ich Jade-Schnapper. Und zwar setze ich das zusammen aus der Klasse Jade-Kaktier plus den Chester-Schnapper, der sich gewünscht wurde. Fand ich eine sehr coole Idee, weil das ist halt ein Fernkämpfer oder er sagt ein Sniper, ne? Jade-Kaktier plus halt ein Nahkämpfer, der Chester-Schnapper. Fand ich eine sehr gute Idee, deshalb dachte ich mir, das nehme ich doch mal, lässt sich gut kombinieren. Wenn ich dann mal mit dem Chester-Schnapper bin und denke, mir wäre es lieber ein bisschen jetzt hinten zu stehen, kann ich da mal eben wechseln. Finde ich ganz gut auf jeden Fall, deshalb habe ich das genommen. Und ja, dann der Dienstag, ist natürlich dann ein Zombie-Tag, da ja Montag jetzt an der Pflanze dann dran war. Und zwar, am Dienstag werde ich Physikjäger machen. Oder werde ich den Physikjäger spielen. Setze ich zusammen aus Physiker und Gebirgsjäger. Fand ich auch sehr gut. Einerseits ein Heiler, der auch ein bisschen auf Fernkampf gehen kann, aber hauptsächlich natürlich im Nahkampf glänzen kann. Und der Gebirgsjäger. Fand ich wirklich, wie gesagt, eine gute Idee. Und ja, deshalb dachte ich mir, nimmst du das mal, weil Heiler und Fußsoldat ist ja eigentlich nicht schlecht, ne? So. Am Mittwoch fand ich auch wieder eine sehr coole Idee. Und zwar die Idee heißt Eisenhart. Setzt sich zusammen aus wirklich zwei sehr harten Klassen. Nämlich der Metallblume und dem Rüstungsschnapper. Fand ich eine sehr coole Idee. Auch wieder natürlich Nahkämpfer, ne, Schnapper halt. Aber halt auch die Metallblume. Beide etwas langsamer, beide mehr Leben. Fand ich eine coole Sache. Man könnte das auch vielleicht irgendwie umbenennen in Max Life oder sowas. Je nachdem, wie man halt an die Sache rangeht. Fand ich, wie gesagt, sehr cool. Metallblume plus Rüstungsschnapper, deshalb habe ich das genommen. Und ja, bin ich mal gespannt, was ich da reißen werde. Wenn mir der Rüstungsschnapper auf den Sack geht, wechsle ich auf die Metallblume. Oder umgedreht, wenn mir die Metallblume auf den Sack geht, wechsle ich auf den Rüstungsschnapper. Finde ich auf jeden Fall eine ganz coole Idee. So, dann der Donnerstag. Donnerstag kommt Golfkäse. Vielleicht kann sich jetzt jeder gerade schon denken, was vorkommen wird. Es ist ja ein Zombie, daher ist natürlich nur eine Variante möglich. Nämlich der Golfstar plus Dr. Chester. Fand ich auch eine sehr coole Idee. Dr. Chester, der nur im Nahkampf zurechtkommt. Und natürlich der Golfstar, der eine hohe Schussrate und vom Fernkampf aus her schießen kann. Finde ich... Fernkampf aus schießen kann? Wir sind das hier doof. Ist egal, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, das fand ich auch eine sehr coole Idee. Vor allem den Golfkäse fand ich ganz gut. Hat sich derjenige gut überlegt, die Kombination so zu nennen. Deshalb, ja, werde ich das dann am Donnerstag spielen. Am Freitag, quasi vorm Wochenende, werde ich Giftwerfer spielen. Jetzt würde ich einen denken, oh mein Gott, der spielt jetzt echt neu wieder die Gift-Apps. Nein, spiele ich nicht. Ich spiele nämlich den Giftschnapper plus den Bärenwerfer. Fand ich auch eine sehr coole Idee wieder, weil dieses Giftwerfer hat mir irgendwie gefallen. Ich habe zwar was gegen die Gift-Erbse, aber ich fand Giftwerfer fand ich ganz cool, weil Giftschnapper ist eigentlich eine sehr coole Klasse, spiele ich sehr gerne, weil die halt auch einen Atem hat, finde ich halt natürlich sehr, sehr gut. Und den Bärenwerfer als Kombination, wenn ich mal will, dass ich mal wieder ein bisschen Fernkampf mache, kann ich auf den Bärenwerfer wechseln, fand ich ganz cool, deshalb wird der am Freitag kommen. So, jetzt kommt der Samstag. Samstag ist der einzige, die keine Idee hatte. Ich habe mir da aber was überlegt. Und zwar werde ich den, ja, wie nenne ich es jetzt genau? Ich überlege gerade nochmal. Chemie-Dino oder soll ich es besser sagen? Messbecher-Dino? Wie soll ich es nennen? Ich glaube, Messbecher-Dino trifft es eher. Ist cooler irgendwie. Und zwar werde ich nämlich Paläontologe und Chemiker spielen. Fand ich auch eine sehr coole Idee. Zwei Wissenschaftler mal. Der eine nur Nahkämpfer, der andere eigentlich fast nur... Ja, was heißt nur? Also, der eine eher so der Fernkämpfer, weil du kannst ja wirklich von Kilometer aus, Kilometer weit aus schießen mit dem Paläontologen. Da fand ich das eine sehr coole Idee. Und vor allen Dingen, es war mal ein neuer Kommentar, also ein neuer... Wie sage ich das jetzt?
ein neuer Abonnent, sagen wir es mal so, der was geschrieben hat. Deshalb dachte ich mir, komm, nimmst du das mal. Ne? Ich versuche immer wieder, habt ihr mitgekriegt, schon des Öfteren, immer wieder neue Leute dran zu nehmen. Dass auch mal neue Leute, die auf meinem Kanal sich was wünschen, auch die dran mal dran kommen. Leider sind wirklich sehr viele neue Leute, oder leider haben sehr viele neue Leute letzte Woche mir die Kommentare dagelassen. Und ich konnte sie leider nicht dafür, das tut mir wirklich sehr leid, aber Leute, wenn es nach mir gehen würde, ich würde jeden einzelnen Wunsch gerne erfüllen, für jeden einzelnen Wunsch ein Video machen. Es ist nur zeitlich einfach nicht möglich. Ich habe dafür nicht die Zeit, Leute. Deshalb tut mir wirklich leid. Egal. Machen wir noch den Sonntag voll, weil der Sonntag fehlt uns dann noch. Und zwar am Sonntag kam auch wieder eine sehr gute Idee, wobei ich die eine Klasse in Virum nicht so mag, aber egal. Jedenfalls spiele ich den Tarnagenten. Was ist Tarnagent? Natürlich, ist klar, ne? Tarncharakter plus Erbsenagent. Fand ich auch wieder sehr geil, weil der Erbsenagent, den kannst du ja natürlich richtig, richtig fett reinknallen überall. Und wenn du mal mit der Tarncharakter Bock hast, weiter hinten zu stehen, mit einem Mega-Zoom, ist bestimmt auch ziemlich geil. Deshalb dachte ich mir, oh, coole Idee. Zumal der sich auch doppelt gewünscht wurde. Die einzige Kombination, die, glaube ich, doppelt war die Woche. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir quasi fertig für die Woche. Ich hoffe, diese Woche gefällt euch. Vielleicht machen wir das wirklich mal zum Standard, dass wir so eine Art Kombinationswoche irgendwie jeden Monat mal machen. Mal gucken. Ich habe mir auch andere Konzepte. Ich habe mir noch andere Konzepte überlegt, die ich mal in einer Woche machen werde. Die werden wahrscheinlich dann bald folgen. Aber nächste Woche werden wir es mal wieder ganz normal weitermachen. Das heißt, schickt mir wieder eure Wünsche, wenn ihr wollt. Oder, wenn ihr möchtet, schickt mir sogar gar keinen diese Woche. Weil ich habe so viele von der letzten Woche noch übrig. Ich würde vielleicht gerne der einen oder anderen noch erfüllen. Vor allen Dingen von neuen Leuten natürlich. Oder von Leuten, die ich noch nicht gelesen habe hier. Oder die noch nie einen Wunsch erfüllt gekriegt haben. Würde ich denen auch gerne den Gefallen tun und denen mal einen Wunsch erfüllen. Deshalb, wenn ihr möchtet, müsst nicht unbedingt einen Kommentar hinterlassen diese Woche. Ich habe so viele noch übrig. Ich werde dann auch mal ein paar abarbeiten. Deshalb, ja, bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und würde sagen, bis zur kommenden Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.